Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, geilen Abend oder Tag oder was auch immer ihr gerade habt. Ist ja auch völlig egal bei mir. Ihr seht, es ist super dunkel, es ist wieder ramontig. Ja, Greenscreen ist leider aus. Mir sind nämlich die Batterien vom Greenscreen leider leer gegangen. Da muss man hinten Batterien einfüllen. Und ja, wenn die nun mal leer sind, dann kann man da leider nichts machen. Aber wir spielen heute mal wieder eine Runde Talon mit Gehirn. Ich denke, es gibt ja noch einige Leute, die auf meinem Kanal sind, die gerade sehr, sehr viel an Talon interessiert sind. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so bad, wenn ich ein bisschen mehr spiele. Vor allem macht es, glaube ich, immer mehr Bock, wenn ich halt auch ein Champion spiele, wo ich halt Bock drauf habe, ne? Das dann auch zuzusehen. Der erste Schritt, den wir in diesem Game machen, ist erstmal ein bisschen Luft. So, geil. So, wir haben ein... Wir sind natürlich wieder im Rank, ganz normal. Wir haben, weil das immer ab und zu gefragt wird, ein sehr komisches Team. Beziehungsweise die, also wir, sie, die haben ein richtiges Team, wo ich sagen würde, holy shit, Instant Dodge, ne? Die haben... Den freaking Karthus, das ist ekelhaft. Eine Vayne ist komplett gegeben. Darken, Shen, richtig, richtig gutes Team haben die Gegner. Wir haben genau das Gegenteil davon. Das heißt, wir haben Masayi, Mordekaiser, Corki, Gallio. Das ist potenziell ein Haufen Scheiße. Potenziell. Ne? Aber was das jetzt alles wird, werden wir rausfinden. Ich habe mir gedacht, nee, das dodgen wir nicht, weil wir werden jetzt gucken, wie scheiße ist das Ganze. Ist es wirklich scheiße oder ist es vielleicht sogar ziemlich krass? Karthus hat Exhaust mit. Exhaust ist super bad in der Lane. Wenn ihr gegen Talon spielt, nehmt kein Exhaust mit, weil sehr, sehr oft stirbt in der Lane am Anfang gegen das Ignite, beziehungsweise das Exhaust kommt erst dann, wenn das Ignite euch dann sowieso killen wird. Das hat dann, das macht True Damage, wird dann nichts bringen. Aber im Late Game ist natürlich Exhaust sehr, sehr gut. Das heißt, wenn wir ihn jetzt im Early Game nicht killen sollten, ne, schauen wir mal. Ja, Karthus an sich ist ein relativ einfaches Matchup, aber was man bei Karthus sehr, sehr gut machen kann, und wo die Karthus-Spieler auch gar nicht so drauf klarkommen, ne, ist, wenn die einmal nah rankommen, wir einfach Q drücken. Einfach nur Q. Das werden wir jetzt gleich mal versuchen. Dürfen aber nicht zu hart pushen, was wir nämlich gerade machen, was ein bisschen ekelhaft ist. Das heißt, ihr wartet so ein bisschen, bis er einen Minion haben will. Ne, den da zum Beispiel, den will er doch haben. Willst du ihn haben? Ah, der droppt leider nicht mehr low. Ich habe leider zu hart gepusht. Corki ist tot. An sich, Corki wurde schon geflamed in der Champ Selection, dass er Corki pickt. An sich ist es aber nicht bad, weil wir halt sehr viel AD-Damage haben, aber wobei, so, wir haben auch Mordekaiser, ne? So, der Boy ist hier oben. Ja, das heißt, der ist eigentlich sehr schwach, den könnte man, ne? So ein Jungler im Early Game, der ist sehr, sehr weak, ne? So, was wir jetzt machen ist, er will jetzt hier Minions haben. Vermutlich. Ja, er hat natürlich für Range. Wir müssen gucken, ja, er hat, für, am besten, wenn er für Caster geht, aber ich push leider immer noch zu hart hier. Deswegen sieht das Ganze nicht so gut aus. Mein Poro steht hier oben noch, das heißt, wir haben ein bisschen zusätzliche AD. Jetzt haben wir die Lane resettet, beziehungsweise even. Lol, mir fehlt ein bisschen XP, wo habe ich die denn verloren? Wahrscheinlich ganz am Anfang, hätte ich gesagt. Wir brauchen noch einen. Das ist die Scheiße bei Karthus, du kommst nicht ran. Ne, der lässt dich nicht ran, der Boy. Aber den will er haben, den will er haben. Und den krieg ich ja auch, das ist komplett GG. GG. Completely GG. Ne, der farmt einfach von New York aus, farmt er einfach die Lane ab. Ich glaube, er hackt. Hier, Hacking Blades für dich. Er farmt einfach von New York. Completely GG. Das ist natürlich nicht so geil, muss ich zugeben. Naja, zumindest aktuell nicht so geil. Farmmäßig 31,25 ist soweit okay. Top Lane hat einen Kill gemacht, das ist sehr, sehr wichtig. Mordekaiser ist nämlich entweder komplett unbesiegbar. Oh shit, ich habe auf der Map geguckt, deswegen haben wir nicht bekommen, weil ich dachte ja, ob er den da noch holt. Mord ist komplett unbesiegbar oder kompletter Müll und der Boy intet gerade. Ne, und jetzt sage ich euch, Exhaust hat nichts. Also ja, es hat doch, in dem Fall war es okay, das Exhaust. Zum Glück pusht meine Wave, das heißt, er wird hier jetzt vermutlich, ich hoffe, die pushen stark genug. Wir brauchen unbedingt Schuhe, damit wir an den Boy rankommen. Gönnen uns auch mal das, ich denke, wir können ihn nämlich schön fighten noch. Kaufen das, ist ein sehr, sehr schöner Bag. Also grundsätzlich habt ihr gesehen, killmäßig war das Exhaust super bad, weil er wäre auf jeden Fall gestorben. Aber ich war halt sehr langsam und kam nicht mehr vom Turm weg. Also, es hatte auch was Gutes für ihn. Ich würde euch trotzdem empfehlen, wenn ihr gegen Talon spielt und nicht so selbstbewusst in eure Fertigkeiten seid, nehmt Barrier mit, bitte, Leute. Barrier ist echt gut. Na, da tue ich mich auch jedes Mal schwer dran, wenn der Gegner Barrier hat. Ja, Wave hat leider nicht so hart gepusht, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber kriegen wir hin, denke ich. CS 34 zu 35. Er hat natürlich einen kleinen Vorteil, weil er hier noch 2-3 Minions nehmen kann. Wir haben jetzt aber dafür den Vorteil, dass wir kurz roamen könnten. Zum Beispiel nach hier unten. Er ist nicht so stark, der Kayn, aber das sieht aus, als würde er den noch kriegen. Ja, der Corki ist ein Idiot. Wäre er einfach nur geflogen. Aber ich bin schnell. Und ich bin schnell und immer da. Immer da
immer nah. Erstmal nehmen wir die. Und den kriegen wir nicht. Den kriegen wir auch. Q, Auto-Attack. Auto-Attack, W. Ja, den und die kriegen wir nicht. Aber machen wir nochmal. Vielleicht kriegen wir sie sogar. Na, schade, Marmelade. Das war gut. Allerdings, Leute, wenn euer... Wenn ein Dude für euch... Die Lane müssen wir so lassen, ne? Das ist wichtig. Oh, hier sind... Ja, dann einen können wir nehmen, aber das passt. Ja, dadurch pusht jetzt die Wave härter und Vayne verliert richtig viel CS. Und er muss halt meine Mitte halten hier. Das ist richtig geile XP für ihn. Die muss er nehmen. So, Frage ist Item-Build. Ich glaube, wir gehen direkt mal auf Mercurys. Würde ich grundsätzlich nicht so heftig empfehlen, Mercurys. Also so früh zu bauen, die Schuhe, weil das wären jetzt auch zwei Schwerter gewesen. Aber ich denke, er hat einfach zwei Kills. Ich denke, das größte Problem ist, an Katos ranzukommen. Und deswegen ist ein bisschen mein Move-and-Speed, denke ich, nicht verkehrt. Den können wir sogar eventuell töten jetzt. Hat er Glück gehabt. Hat er Glück gehabt. Und deswegen habe ich mir Schuhe gegönnt. Hier CC, ne, gegen CC, CC. Gerade auch Sona Ultimate. Ist das, denke ich, nicht verkehrt. Ich hoffe, der Kane geht Shadow Assassin, aber... Naja, wir haben fast nur Nahkämpfer, also wird so oder so wahrscheinlich eine Darkhand-Form werden. Wir werden jetzt hart durchpushen, denn der Katos geht jetzt shoppen. Und dann werden wir Botlane roam. Wir haben Ultimate, Botlane pusht super hart rein. Das sind die besten Voraussetzungen. Und die Gegner haben eine Vayne. Ja, Vayne ist, willst du sowieso, dass die nicht ins Game kommt. Katos muss jetzt hier farmen. Wir laufen nach hinten weg. So sieht er nämlich nicht, in welche Lane ich laufe. Na, ob ich nach oben oder nach unten laufe. Und jetzt kommt ein Teleport auf die Botlane. Den können wir auch töten. Der ist super weich. Der ist gigaweich. Frage ist, der ist allerdings auch einer, der durch Wände fliegt. Aber ich bin da, Leute. Shen ist leider auch da, aber ich bin auch da, Leute. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Na, er macht jetzt hier so eine Scheiße. Die ist erstmal weg. Das ist schon mal gut. Da habe ich keinen Assist bekommen. So, jetzt müssen wir halt wieder fix in die Mitte, weil der Kaktus pusht. Ne? Der Kaktus pusht und pusht und pusht. Das ist halt, was er kann. Das ist halt, was er macht. Ich tilte aber immerhin den gegnerischen ADK. Wir sind 4-1, was Feines. Ja, Cocky müssen wir halt sehen. Ne? Dafür ist Kaktus ist halt auch eine Bedrohung. Eine wachsende Bedrohung. Ne? Wir kontrollieren ihn nicht. Beziehungsweise wir könnten ihn vielleicht töten, aber... Ja, das können wir halt nicht, wenn wir die ganze Zeit roamen. Ne? Das ist immer so die Frage. Willst du andere Lanes behind bringen? Willst du deine eigene Lane behind bringen? Also die gegnerische. Das muss man immer abwägen. Ist nicht immer ganz so einfach. So, wir warden jetzt erstmal. Wir müssen auch unseren Dings wieder stellen. Unseren Poro. Ne? Das sind zusätzliche AD. 6 AD sind das. Die wollen wir natürlich mitnehmen. Wir können jetzt, er wird jetzt hier gleich hier langkommen und dann können wir von hinten in seinen Nacken springen. Das ist auch mal eine gute Mechanik, die ihr machen könnt. Wir werden ihn nicht töten, aber wir können leckeren Damage auf ihn bringen. Ja, oder auch nicht. Aber das sind so Tricks, ne? Das sind so ganz kleine Dinge, die können klappen. Das muss nicht immer klappen, das kann aber klappen. Na und, es hat mich ja nichts gekostet, außer dass die Wand jetzt vielleicht rot ist. Das war's. Das ist jetzt eigentlich sehr, sehr schlecht, weil der Ultimate hat und ich jetzt deswegen sterbe. Oh mein Gott. Ich bin einfach no! Oh nö, bitte kill ihn, danke. Das ist dann okay. Eigentlich ist Botlane auch schon wieder tot. Und der... Oh Gott. Die kommen halt... Dude! Die kommen Botlane halt überhaupt leider gar nicht klar. Ich glaube, was wir brauchen gegen Kaktus ist echt ein Yomus, hätte ich gesagt. Aber wir machen erstmal Tiamat, Leute. Erstmal Tiamat. Erstmal Tiamat. Das ist natürlich jetzt unglücklich. Katos, 600 Gold. Den müssen wir unbedingt abholen. Ich brauche halt unbedingt noch eine Winning Lane. Top Lane sieht sehr gut aus. Hat mehr CS und gewinnt. Und einen guten Mordekaiser brauche ich im Game. Auch Master Yi hat 2 Kills. Botlane müssen wir halt tragen. Die Frage ist, und das ist halt das Gefährliche, wird Botlane mental durchstehen? Das weiß man halt nie. Ne? Werden die mental Bock haben, dieses Game zu bestreiten? So, wir haben Ultimate, wir haben Bock, wir haben leider gelbe Wände. Gehen also alternativ hier durch. Aber Botlane pusht halt wieder gigahart rein. Bruder, das machst du jetzt nicht. Ich gank gerade die Botlane. Das ist perfekt. Ich habe sogar Flash zur Not. Ja, das ist okay. Ich weiß nicht, ob ich hätte unbedingt flashen müssen, aber sicher ist sicher. Besser, als wenn es nicht sicher ist. Jetzt können wir den Drake auch noch machen. Der wäre sehr gut gegen Kaktus. Kann der echt mal so einen Rack reinbringen. Ganz oft rennst du ja erstmal noch weg und überlebst dann. Und dann kommt die Ultimate. Und vielleicht bringt der so viel HP... Dass man, jetzt verliere ich halt in der Mitte Plates leider, deswegen wäre es geil, wenn... Ne, so sind AD-Carries, die scheißen auf deine, auf alles, ne? Und ich hab hier das hier. Aber ist okay, es ist okay. So, wir drücken den Mist jetzt hier rein.
Den kriegen wir leider nicht. Wir sterben. Jetzt macht er gleich Ultimate. Gegen die könnte sich sogar, der wird jetzt, das Problem ist, er wird halt bald ulten. Vielleicht kommt er sogar hier hin jetzt, kann sein. Er wird potenziell... Achso, nee, also ich bin am überlegen, brauchen wir einen Hextrinker? Also ich bin kein Fan von Hextrinker, muss ich ganz klar sagen. Weil bei Hextrinker, da ist ganz oft wird es gesagt, warum brauchst du keinen Hextrinker? Bei Hextrinker investiere, ich bezahle 1300 Gold. Investiere davon so ungefähr 500 Gold oder so in Magieresistenz. Na, das heißt, diese 500 Gold hätten auch AD sein können. Hier sehen wir 1300 Gold für 20 AD. Sehen wir einfach mal nur den AD-Wert, ne, Damage. Wenn ich das hier nehme, investiere ich 1100, also weniger, kriege 25 AD, 10 Lethality und diesen Proc-Damage nochmal. Ne, das ist halt, wenn wir pur vom Damage ausgehen, na, klar, Hextrinker kaufst du halt nicht wegen Damage, aber manchmal ist Damage halt einfach alles. So, wir haben wieder Ultimate, allerdings ist McCain da hinten. Ich könnte hier aber einen Bait-Sturm machen. Das ist gar nicht so schlecht, wenn der das jetzt da irgendwie schafft. Sieht passabel aus. Dafür, dass es, dass wir zwei Ults, das heißt Katus und Shen Ult bekommen haben und also im Prinzip drei Leute mehr oder weniger da waren, ne? Also Shen wäre fast da gewesen. Ist es okay, denke ich. Passabel. Fein. Was nicht fein ist, ist das hier. We win. Top. Jungle and mid. You just need to play a bit more safe. Na, ich flame nicht, ich bin nur... wir müssen das jetzt verkaufen. Wir brauchen Yormos. Ja, die müssen einfach nur ein bisschen weniger sterben. Safe ist Katus Ult. Was soll das heißen, safe? Ja, hä, erstens ist Katus auf meiner Lane. Klar, Katus Ult, aber hä? Was ist das für eine Logik? Kriegen wir den noch irgendwie von hinten? Nö. Schade. Ich meine, hä? Ja, ich bin auch safe. Hä, was für safe ist Katus Ult? So, wir haben leider kein Ult, deswegen laufen wir erstmal hier hin. Stellen da ein Ward. Seht ihr? Der ist halt schwierig, der Boy. Hat er mich nicht gesehen? Ist der dumm? Ja, doch. Botlane wird halt schon wieder gigapinkt. Aber Master Yi ist da, deswegen... Ich muss jetzt halt mal Katus töten. Der hat einen Majorize gekauft, aber da sind noch keine Sticks drauf. Deswegen ist es noch nicht ganz so dringend. Aber ich weiß, dass McCain gerade die Botlane runterrennt. Das sieht aber fein aus. Very, very fein. Ich muss jetzt nur den Kane abholen. Okay. Leute, Kane kommt runter. Und Katus kommt auch noch runter. RIP. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich bin very unterwegs. Ich bin very unterwegs. Sturm des Todes. Das ist okay. Der Sturm des Todes ist very fein. So, was ich jetzt brauche, ist Plates. Ich weiß nicht, ob ich fast enough bin. Ich glaube nicht. Aber Midlane Plates. Midlane, ein Plate muss gehen. Es muss gehen. 20er, 15 Sekunden, das wird nichts werden. Nope. Vielleicht, wenn ich jetzt... Nee, na, Schaden, Marmeladen. Mein Turm ist komplett RIP. Ja, das ist nicht so geil, ne? Tower Plates ist very much Geld, aber... Ja, so ist das Leben, ne? Ich würde mich trotzdem... Ich würde es very appreciaten, wenn wir auf 1100 Gold kommen würden. Die Frage ist, wie? Da sehe ich nur, indem wir noch eine Minion Wave nehmen. Botlane ist zwar wieder Vayne Action, aber wir haben noch keine Ult. Bisschen Tower Damage drücken ist auch fein. Wir sind 7-2, was very geil ist. Master Yi ist 6-2. Ich hoffe, Master Yi geht aber noch ein bisschen Tank. Das wäre nicht verkehrt. Na, ich hasse... Die stärksten Master Yi sind die, die du nicht tot kriegst. Weil sie noch eine Deadmans haben, weil sie Sterax haben. Irgendwie sowas. Wir müssen aufpassen. Achso, wo ich insgesamt noch drüber nachgedacht habe, weshalb ich auf Hextrinker kam. Wir können Edge of Night natürlich bauen. Edge of Night, very geil. Na, damit könnten wir die Sona Ult abfangen. Potenziell. Und natürlich Katus. Very good. Very, very good. So, wir machen jetzt aber trotzdem noch eben Control Ward. Und das Ding. So, auf geht's. Ja, wir müssen unbedingt Katus töten. Nochmal. Vayne ist 1-4, das ist very good. Das ist übrigens Spanisch-Orange, der Tee. Für die Leute, die Fragen haben, falls jemand Fragen hat. So, was können wir machen? Botlane. Botlane ist das Beste. Allerdings, bevor wir Botlane gehen, Leute, immer ganz wichtig, noch eine Wave reindrücken. Also, was heißt ganz wichtig, aber wir wollen ja auch farmen, ne? Klar, ich habe jetzt nicht ganz so viel wie Katus, aber der war ja auch der Midlane-Farm-Simulator gespielt. Also, ne? So eine W, zack. Auto-Tag, Q, Auto-Tag und zack. Ich glaube, wir nehmen sogar den Turm. Oder wir nehmen ihn. Nicht. Later. Er hat Exhaust benutzt. Very good.
Und jetzt dachte er, denkt er so, ja, ich bin nach unten escaped, aber machen wir gar nicht. Wir ganken nämlich direkt. Leider steht der Turm da noch. Und die Wand ist grün, gelb, violett, quadrifiziert. Ich könnte für den... Nee. Wieso hat das Ding hier keiner entfernt? Ich meine, wir haben Exhaust von Kardus bekommen. Das ist fein. Wir könnten auch für den Dive Tower ganken. Das machen wir sogar, glaube ich. Ist ein bisschen... Ja, ich komme. Ist ein bisschen... Das ist fein. That's fine. That's fine. That's very, 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 very fine. Ich muss... Wir brauchen aber Türme, Leute. Türme sind wichtig. Ich muss mein Control Rod stellen. Hm, irgendwo, wo es geil ist. Irgendwo, wo es geil ist. Hier, Ocean Drake. Der wäre geil. Da. Das hier ist ganz gut. Da tauchen wir hier rüber. Ihr könnt jetzt mal den Drake machen. Ihr schafft das. Ich vertraue drauf. Und dann darf ich nämlich die Top Lane in der Zeit. Na, ich mache auch Dinge. Das muss ja irgendwo... Jemand auch auf die Map gucken. Hier oben pusht er nämlich. Ein zweiter Ocean... Also ich finde Ocean Drakes giga geil. Ne, alle sagen so, kein Impact im Late Game und so. Völliger Mummelis. Super oft hast du im Late Game diese Fights, wo eine Person dann nochmal so out of fight geht und mit ganz wenig HP rumrennt oder richtig lange gechased wird oder so. Das hast du richtig oft im Late Game. Wir können ja gucken, ob wir dieses Game haben. Und... Ja, keine Ahnung, dann reckst du einfach mit zwei Ocean Drakes die ganze Welt weg. Nicht, nicht Brot für die Welt, sondern Ocean Drake für die Welt. Na, ja, das ist, GG. Wir können jetzt, für den... Ja, ich bin weg. Der turnt mich ab, wenn ich das so mal sagen darf. Wir können aber für den Kaktus gehen. Later! Das ist einfach, ne, Sniabodino, Pepperino, Macarino, gute Ult, Müll-Ult quasi. Wir gehen jetzt direkt Botlane farmen, weil ich bin der Farmer. Ne, mein Team wird es in der Mitte schaffen, wir hauen den Pot rein, rennen die Botlane runter. So muss es laufen, Leute, ne? Richtig, richtig schön. Ne, wissen. Ich habe aber auch wieder Auto-Tech Q, ganz wichtig, ne? Ihr wollt immer schön den maximalen Damage machen. Leider Turbo hinten die hier. Was macht ihr? Macht den Turm. Was macht ihr denn da? Na gut. Weil ich sehe das so, ich habe kein Ult und ohne Ult ist Talon nur halb so geil. Deswegen mache ich lieber woanders Druck. Zum Beispiel hier Botlane. Krieg gleichzeitig XP, krieg Gold. Also ich farm halt, ne, ich bin zwei Level. Ne, bin ich hier über denen. Das ist immer wichtig, so dieses Gap zu halten. Zwei Level über den AD Carry. Dadurch bist du ja auch als Assassine so stark gegen AD Carries, weil du einfach drüber bist vom Level her. Komm schon, reicht das? No, really? Hier müssen wir natürlich wieder so ein bisschen hier drüben stehen, damit wir da direkt drüber können. Later! So, wir haben jetzt Ultimate. Wir könnten den Kaktus nochmal abholen. Der hat keinen Exhaust, der Bauer. Oh, lol, was war das? No. Der Bauer hat keinen Exhaust. Let's... Ah, er hat mich gesehen, verdammt. Oder? Warte mal, die Inten doch. Die Inten doch! Die Inten doch! Die Inten doch! Ah, ne, ich gehe lieber... Ach, fucking Dreck. Ja, ich hätte direkt für den gehen sollen, aber das ist jetzt nicht mein Bad, dass... Der wollte drüber flashen, glaube ich. Das ist jetzt nicht mein Bad, dass Morde gestorben ist, aber ich hätte da direkt auf den Kaktus gehen sollen. Ich dachte, wir kriegen beide, um ehrlich zu sein. Und dass Morde mit Kaktus klarkommt. Aber dem war nichts. So, wir müssen jetzt hier im Fix shoppen, Leute. Wir haben echt viel Geld. Und jetzt gehen wir... Ne, wir gehen echt auf Black Cleaver, also... Man hat halt mehrere Wege. Du kannst jetzt auf Black Cleaver gehen, wenn die Gegner super squishy sind, was sie nicht sind, weil wir zwei Tanks haben. Kannst du auf Death Stance gehen. Ne? Edge of Night ist meistens so mein letztes Item, so die Richtung. Ne, ganz oft verkaufe ich auch noch den Tiamat im Late Game. Was wir jetzt machen müssen, ist die Vayne abfacken. Das ist wichtig. Wir haben Kardus ordentlich gekillt, wobei man kann niemals genug Kardus töten. Wir können auch weiter Botlane pressuren. Wobei der Tower schon weg ist. Und der Kane ist gerade am Blue. Aber wir stellen hier den Poro hin. Wenn das. Warum dauert das eigentlich immer so lange? Ist das, weil ich das Ding anhab? Warum kann ich den scheiß Poro nicht stellen immer? Ach so, ja. Es ist, weil ich die Sirene anhab. Weil der noch nicht wechseln kann oder so. So, das heißt, wir pressuren Bot. Wir könnten sagen, guys, you can do Baron when they come Bot. Also weiß ich nicht, ob die Bot kommen. Aber das kann man immer mal einfach sagen, ne? Mit Morde, mit Master Yi sollte das eigentlich relativ fix gehen. Ne, weil Sona ist schon unterwegs. Die können wir vielleicht töten, bevor die Gegner wissen, was Sache ist.
Later! Ich bin ein Ninja. Jetzt müsst ihr nur Baron machen. Jetzt müssen die Baron machen, weil die werden alle for me kommen. Warten, 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 warten. Ja, das ist okay. Das ist very okay. Ne, da dürft ihr nicht paniken. You no have to panic, no. Later. Hier, Blades für dich. Jetzt Baron. Ist perfekt. Ich bin einfach der Baron Beta 2K19. Ich glaube, so muss ich mich nennen. Le Baron Bait. Danke für diesen Baron. Very, very. Und jetzt, wir sind der Penetrateur auch. Jetzt gehen wir wieder hier unten ficken. Nerven. Reuden sein. Wobei, ich glaube, wir gehen shoppen. Wobei, weil, ne, wir wollen auch nicht übertreiben. Aber wir gehen da trotzdem gleich wieder hin. Ne, so muss es laufen. Very, very gut. Geile Calls, geile Games, geiles Carry, geil. Gut, verdient. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Ne, wir müssen halt wirklich, das wichtigste Ziel hier ist Vayne. Vayne ist das wichtigste Ziel. Danach kommt Kaktus. Weil Vayne hat so dieses 1v9-Potenzial. Kaktus auch, aber Vayne ist, glaube ich, noch ein bisschen... Vayne ist schlüpfrig. Wenn du sie nicht am Anfang tötest, am Ende kriegst du sie nicht mehr, weil sie sich wegkaltet und Sachen mit dir... mit dir macht. Katus, den kriegst du immer, weil der halt nicht schlüpfrig ist, ne? Den kriegst du immer. Jetzt kriegen wir noch einen Drake, noch einen Air-Drake. Air-Drake ist immer gut. Ult-Cooldown ist auch gut. Brä, 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 brä. Zap. Zapolino, 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 Zapolino. Hm, so, und jetzt können wir hier ein bisschen Pressure, ne? Tower, ne? Mit Ledality macht das auch immer ganz gut Damage. Alter, das ist richtig lecker Damage. Ne? Wir können auch hier so ein bisschen kiten. Jetzt müssen wir allerdings weg. Jetzt kommt gleich die Wand. Das ist interessant. Gut, Holz. Ohne Miko, ne, Tower gegettet hier unten. Midland Tower wird auch gegettet. Ich bin, ne, ich scheiß komplett auf das, was da passiert. Scheiße ich komplett drauf. Ich Tunnelblick hier. Einfach go for objectives. Mein Team muss man auch, ne, Trust ist immer was Schwieriges, aber das ist die Frage. Das ist jetzt schlecht, aber wir sind raus. Erstmal, hier, das nehmen wir mit. Jetzt gehen wir, und jetzt gehen wir wieder nerven. Jetzt gehen wir wieder. Wieso hatte Sona eigentlich noch Ult? Die hat mich doch geultet, oder? Oder hörte sich so an, oder nicht? Keine Ahnung. Nee, hat sie nicht. Ach, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Kurzzeitgedächtnis. Also habe ich nicht. So, was wir jetzt machen ist Shinturm. Ja, oder? Ja, wir können mal Blades machen. Ja, Q, Autotech, Tiamat, Jumus. Hier raus. Ich würde dir ja helfen. Mache ich auch. So. Wo ich mich jetzt sehe, ist Minions Farm. Jetzt bin ich raus. Hat Kartus schon geultet? Ja, oder? Boah, keine Ahnung. Aber Ocean Drake, guckt es euch an. Ne? Ocean Drake. Ozeanium Drachium. Wir könnten Vayne gleich abfangen vielleicht, aber ich glaube, wir gehen voll shoppen. Wir pushen Toplane rein. Wir könnten sogar, weil das gegnerische Team gerade beschäftigt ist, hier oben Stechmückenattacken machen. Ne, wir sind so richtiger Nerv-Idiot, wo du einfach sagst, Talon, fick dich, Alter. So musst du sein. Das ist mein Ziel. Zumindest spiele ich Talon so. Nicht alle spielen Talon so. Ja, ich sag nicht, dass ihr ihn so spielen sollt, aber ich spiele ihn so und das macht nicht so Spaß. Es scheint auch relativ gut zu klappen einfach. Na, den Tower haben wir beim nächsten Mal auch. Gehen wir mal eben Black Cleaver machen. Dann haben wir auch weniger Cooldown auf Ult. Wir sind gleich Level 16, hat unsere Ult sowieso keinen Cooldown. Und jetzt kaufen wir uns Edge of Night. Na? Das Major ist vom Katos very good. 6 Decks, die holen wir uns gleich. Wir dürfen halt nicht throwen, das ist wichtig, Leute. Wir dürfen nicht sterben. Als Talon-Spieler darfst du nicht sterben. Wenn du, oder als Assassine. Wenn du als Assassine stirbst, warum auch immer, selbst wenn du dabei jemanden tötest, selbst wenn du Vayne tötest, selbst wenn du... Ich darf gegen niemanden im 1v1 sterben. Darf ich nicht. Außer wenn wir danach Baron bekommen, die Basis bekommen, komplett gewinnen. Dann ist es okay. So, mein Team macht jetzt hier oben Stress. Und zwar bin ich kein direkter Freund davon, ja... direkter Freund davon, Sachen zu pushen, wo nichts mehr ist. Aber manchmal geht das. Weil, wenn ich jetzt hier unten nerve, muss hier trotzdem jemand defen gehen. Dann haben die oben mehr Raum, das zu machen. Ne? Jetzt muss jemand hier, ich komme jetzt hier, hello, welcome. Und jetzt müssen die sich mit mir beschäftigen. Und jetzt kriegen wir free den Topland Tower. Potenziell. Ne? Ba, 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 ba. Ich meine, wir haben Black Cleaver. Ich glaube, wir können den sogar töten, wenn wir ganz honest sind. Allerdings ist das... Irgendwie muss ich meine Spells treffen. Das wäre nicht verkehrt. Later. So, den haben wir. Und jetzt gehen wir einfach beenden. Na, mein Team hat leider geturbointet. Sehr geturbointet. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Black Cleaver Tanks. Ich meine, er ist... Naja, ein bisschen Armor hatte, aber... Ne, geht, ja, einfach, der war butterweich.
Ja, mein Team hat geturbointet. Was wir jetzt aber machen können, es sind drei Leute nur am Leben. Die sind relativ viel mit beschäftigt. Das heißt, wir können ein bisschen... Na, schade. Und vielleicht geht da ja noch was. Okay, das ist ein Wort. Das haben die gesehen also. Wir können trotzdem ein bisschen Pressure applyen. Kriegen wir den tot? Na, mit einer Blutung vielleicht, aber sonst eher nicht so. Wir haben auch gleich wieder Ultimate. Wir wollen aber nicht sterben. Ocean Drake kommt, Baron kommt. Wir könnten aber eine Zona taken. Oder sowas. Hier irgendwo ist ein Ward, das sehen wir, weil unser Draktablade ausläuft. Ich weiß nicht, ob wir den töten. Vielleicht. Later, Margarator! Ich bin ein Ninja! Nee, please FF the game, this is boring and will not win. Ja, weiß ich nicht. Ich mag das nicht so, den Gegnern vorzuschreiben, dass sie surrendern sollen. Jetzt kommt so ein Moralapostel von mir. Ne, Leute sagen immer, ich soll Games aufgeben. Dann frage ich sie aber, ich spiele doch dieses Spiel, um dieses Spiel zu spielen. Oder nicht? Ich spiele doch nicht ein Spiel, um das Spiel nicht zu spielen. Versteht ihr, was ich meine? Klar, jetzt kann man argumentieren, Spielspaß und so, ne? Aber, komm, wir haben wieder Ultimate. Das heißt, wir können jetzt jemanden, der hier kommt, direkt den Marsch blasen. Ja, wenn jetzt hier jemand langkommt, maybe, baby. So, ich werde jetzt einfach Botlane das machen, was ich kann, was ich immer mache. Und die gehen free für Baron. Na, ich fuck die Leute jetzt nochmal richtig schön ab hier unten. Die müssen sich wieder mit mir beschäftigen. Ich bin beim Baron eh keine Hilfe, wenn wir very ehrlich sind. Was soll ich denn da machen? Ich mache kein Damage. Wir könnten Zona bursten, das würde gehen. Aber ist das worth? Gerade nicht. Ich muss einfach nur warten, bis wir Baron bekommen. Baron haben wir. Und jetzt stehen wir wie Le Commandeur hier hinten und stehen einfach hier. Ne? Hello! Welcome! Jetzt muss nur... Ne, jetzt zum Beispiel zu Split pushen ist auch dumm. Also, für deepere Sachen hier zu gehen, ne? Ihr müsst warten, bis das Team jetzt... Ne, die sind jetzt back gegangen, die müssen jetzt hier am Start kommen. In der Zeit warten wir. Wir warten einfach. Das ist gar nicht so schlecht. Later! Ah, die ist schön. Ne, das ist... I like... Alter, wir sind aber auch gigabig. Ne, auch vom Level, Level 18. Das kommt vom Splitten, er ist Level 13. Level 18. Carrying durch Leveln, kann man dieses Game nennen. Carrying durch... Das ist halt, guckt es euch an, Level 18. Weil ich die ganze Zeit farme, splitte. Drei Level über einen, beziehungsweise fünf Level über einen ist Auto-GG. Da kann... Da ist jeder butterweich. Butterweich. Wir können jetzt einfach hier warten, bis die Minions die Türme kaputt schießen. Also deswegen, wenn wir da jetzt Turbo hinten, wäre das nicht gut. Ich habe auch, doch, ich habe Ult. Wir machen das so einfach. Ah, es reicht nicht. So, es war, ja. Können wir den Tower machen vielleicht? Ich bin ja eher der Tower-Taker. Tower ist weg, die Minions kommen auch weg. Der Inhib vielleicht, oder ist das nicht so erlaubt? Also der Nexus meine ich, sieht nicht erlaubt aus gerade. Was passiert hier? Q-Auto-Take. Ja, hätten die ein bisschen, ich meine, es sieht gut aus, aber wir gehen erstmal im Fixshop. Wir haben viel Geld, wir sind schnell. Keine Eile ist geboten. Bap, bap, sind big on the world. Und auch hier, ne? Hier, der Ocean Drake, bei solchen Sachen, ne? Wenn du hier die HP, die er hat, die hat er nur, weil gerade die ganze Zeit wieder gereckt hat, wie so ein Idiot. Ne, wir haben drei Ocean Drakes. So schlecht sind die nicht, Leute. Wirklich nicht. Ich werde mir jetzt den Blue Buff nicht gönnen, weil ich gar keinen Dings mit habe. Transcendence, was ich dachte, was ich mit habe, was ich aber nicht mit habe. Wir können jetzt wieder Nervidiot sein. Aber vielleicht auch jemanden catchen. Ja, ich bin ja Tobias Catchen. Vayne zum Beispiel. Ne? Die denkt jetzt so, ja, ich farme. Und dann nehmen wir einfach den da. Frengo! Fripp! Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind wir tot. Das hat man davon. Das hat man davon. Ne, er über... Da hat übrigens Exhaust jetzt gecarried. Bei so einem Punkt ist Exhaust wirklich gut. Ne? Jetzt hat Exhaust gecarried und ich habe jetzt 1000 Gold an Vayne abgegeben. Wenn wir... Also, jetzt mal wirklich Hokuspokus reden. Wenn wir dieses Game verlieren, nicht zwingend wegen mir, weil auch andere besser spielen können. Ich meine, der hat 2, 3, 5, der ist quasi gar nicht existent in dem Game und Cocky hat gefeedet. Aber, dann hätte ich, obwohl ich insane bin, habe ich das Spiel gerade potenziell verloren. Klar, ich habe nur 3 Tode und 15 Kills, aber... Ne, viele sagen, ja, ich habe so und so, ich habe ne, 15 Kills, 2 Games, ne, und konnte nicht carryen. Durch solche Aktionen verliert man Games, 1000 Gold, und ich bin tot, während alle Inhibs weg sind. Ich meine, deren ganze Basis ist weg.
Na, sowas, ich meine, ja, es war greedy. Sowas darf nicht passieren eigentlich. Na, sowas ist auch immer. Ne, wäre Katus da gestorben, hätten wir das Game gewonnen. Ne, also manchmal ist halt no risk, no fun. Dann wären die halt zu viert gegen fünf ohne Basis, das ist GG. Aber ich habe die Angst, dass mein Team gleich feedet. Wait, us. Deswegen müssen wir die jetzt ganz dringend backpingen. Damit die jetzt nicht Power enden. Ich bin unterwegs, Leute. Das, ich glaube, die verlieren das. Ich habe da gerade keinen Trust. Gar keinen Trust, oh Gott. Aber deren Base geht gerade zunichte. Wir gehen, ich glaube, wir gehen für den Backdoor, oder? Ja, da ist noch Kane, den müssen wir holen. Den müssen wir töten. Den müssen wir töten. Nee, der wird jetzt gekillt. Fakt ist, Alter. Why you guys don't wait? Das ist halt full in von meinem Team. Also ich habe auch geintet, aber das ist halt komplett dumm gewesen. Bei mir war es halt so ein Gamble. Die pushen halt einfach zu viert, was richtig dumm war. Boah, wenn wir das Game jetzt verlieren, ne? Super traurig. Weil die haben halt Vayne, die hat 1000 Gold bekommen, die hat jetzt nochmal Kills, er hat 14 Stacks. Die haben ein richtig gutes Team, die kommen an Level, ne, mittlerweile Level 18, 16, 15. Ich meine, wir haben immer noch die Base von denen. Das heißt, wir können für die Drakes gehen. Elder Drake ist leider noch nicht da. Und wir können für den Baron gehen. Ich glaube, wir können 3D Objectives nehmen. Wir dürfen nur nicht Power enden. Was wird, denkt ihr, ist schlimmer? Power hinten oder Turbo hinten? Wir müssen auf Morde warten, damit der hier ulten kann. Beziehungsweise den Drachen nehmen kann. Ist ja nicht mal seine Ult. Ist das seine Passive? Ich glaube ja. Oder ist das. Ne, er braucht schon die Ult, oder? Kann er es auch mit Level 5? Gute Frage. Ich hoffe, der Katus hat kein Stundenglas. Ne, sehr gut. So, jetzt fehlt uns auch wieder AP. Klar, das ist Missing Health mit dem Ocean Drake. Aber jetzt reckt uns der Dragon HP. Das ist gut. Das ist fein. Ja, weil da muss ich nicht backgehen. Wir können hier auch noch ein bisschen reggen. Jetzt haben wir halt den Drake. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt klug? Ganz klug wäre, wenn wir einfach für Baron warten. Ich glaube, es ist besser für Baron, maybe. Also ich würde jetzt für Baron gehen. Ganz ehrlich. Ich würde das Risiko hier nicht eingehen. Wobei, wir haben halt die Inhibs. Wir können am besten den Inhib. Leute, das Beste, was wir jetzt machen können, ist den Inhib hier holen. Den Inhib. Das ist das Allerbeste, was wir machen können. Und dann den Botlane-Inhib. Und dann den Baron, ganz ehrlich. Go Baron. No. Ganz ehrlich, einfach Baron machen. Der ist free, der Baron. Der ist 100% free. Don't die. Don't die. Raus da. Einfach don't die, take Baron. Das ist mit Gehirn ein bisschen spielen. Nicht ohne Gehirn. Die können nicht aus ihrer Base raus. Der Baron ist komplett free und es gibt keinen Grund, den nicht zu nehmen. So, wir kaufen uns noch einen Pot. Wir sind flott, die Karotti. Was ein Scheiß, ey. Wir könnten. Ja, nee. Nee, nee, nee. Wir müssen jetzt aber gucken, dass der Kate. Wenn der den jetzt klaut, dann verlieren wir das Game. Maybe. Wirklich. Der geht hier gerade rein. Okay, das ist gut. Das ist gut. Also jetzt hat er das Game sogar actually verloren. Weil, jetzt sind die zu viert. Das ist immer so die Frage, willst du wirklich für so einen Dragonsteer gehen oder Baron? Weil selbst wenn du ihn bekommst, die sind jetzt zu viert und dadurch haben die das Game wahrscheinlich verloren. Wir haben Baron, die sind zu viert. Deswegen im Late Game immer die Frage, will man wirklich für den Steer gehen? Wobei du, wenn du nicht für den Steer gehst, du hast drei offene Inhibs mit Baron gegen dich. Das ist natürlich auch wieder so ein Ding, ne? Das Ding ist weg. So, ich glaube, ich hole jetzt einfach mal hier die Minions da unten. Ganz kurz. Könnt ihr kurz warten? Klug wäre es, kurz zu warten und die Minions zu holen. Dumm wäre es, da Galio zu sein. Hier, komm dran jetzt. Dann nimmt die mit. Die machen. Einer macht 335 AD. Damage. Einer. Das sind zwei. Die haben mehr AD als ich. Können wir jetzt einfach enden oder machen wir den. War etwas geburtenlastig tatsächlich. Also durch dieses Game sind tatsächlich 20 Kinder geboren worden. Wobei es noch ging. Es war relativ clean. Es war relativ clean. Ich habe einen Fehler in dem Game gemacht, würde ich sagen. Wo waren meine Tode? Einmal im Early Game, das ist halt passiert. Aber durch diesen Tod habe ich gesnowballed. Das war worth. Und ich glaube, ich bin einmal Botlane gestorben, oder? Oder an Cardus Ult in der Mitte einmal noch gestorben. War passiert halt, ist halt Katus Ult. Und einmal oben. Das war eigentlich ein ziemlich cleanes Game, würde ich sagen. Ne? Wir können ja noch mal kurz gucken, wen wir honoren. Wir honoren,
glaube, Master Yi. Ne? Ich glaube, Master Yi. Plus 25 ist cool. Ein S auf Talon. Und damit verabschiede ich mich auch. Ich euch von euch. Auf Wiedersehen, haut rein und goodbye.